Moin, hallo und willkommen zum neuen Video. Ihr seht es, wir sehen ein bisschen anders aus heute, denn es ist, hörst du, ja, spuck aus. Wir sind im Heidepark, es ist der 29.10. und ja, wir sind hier wegen des Halloween-Events. Richtig, Heidepark Halloween. Schon mal Info vorab für Jahreskarteninhaber, ihr müsst ein Aufpreisticket buchen. Ich habe den Preis 10 oder 15 Euro, ist okay. Ja, wir schauen rein, nehmen euch mit durch den Park. Es ist noch ein bisschen ulkig hier verkleidet, die Leute glotzen einen an. Lustig war es gerade im Stau, weil gefühlt jedes Kind hat gewunken, also es war witzig. Mal schauen, wie es hier im Park wird. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video und melden uns später. Wir fangen heute mit richtig Action an. Wir sitzen in der Floßfahrt. Das haben wir das ganze Jahr noch nicht einmal gemacht. Ja, ist eine Floßfahrt halt. Ne? Aber der Park, muss sagen, der ist echt schon schön dekoriert. Wir haben schon viele tolle Ecken gefunden. Als letztes Mal so gut war, gibt es auch heute wieder ein paar Churros mit, was ist da drauf? Zimt und Zucker. Für 5 Euro. Magic ist immer noch down, da muss wohl das Bügelsystem komplett ausgetauscht werden. Aber die gute Nachricht ist, es kommt nächstes Jahr wieder. Magic wird wieder aufgebaut, noch stehen die Blumenkübel davor, aber nicht mehr lange. Zeit bis zu 65 Minuten dauert und das ist uns zu lange. Ja, ja, es ist aber cool, dass der Park endlich mal voll ist. Gerade für die Atmosphäre ist das schon geil. Aber so voll haben wir den das ganze Jahr nicht erlebt. Das ist schon krass. Gut für uns, dann können wir jetzt eben eine Videorunde machen. Drehen hier einmal alles so ein bisschen ab und gucken wir, ob wir später was fahren. Night Rides auf jeden Fall sind wir drin später. Zeit überbrücken und es geht los. Ja.
So, wir waren gerade bei einer Movie Maker Show, die war richtig, richtig gut. Ne? Also uns gefällt sie jedes Mal. Und ja, macht immer Spaß. Auch gerade die Zugabe am Schluss mit den Einrädern. Ja, mich erinnert das immer so ein bisschen an Mr. Bean. Das ist immer so ein bisschen Kindheitsfeeling. Aber macht Spaß. Deswegen, wir gucken sie uns gerne an und das war jetzt ganz toll. Gerade wenn die anderen Sachen voll sind. Und jetzt suchen wir uns erstmal was zu essen. So, zum Mittagessen haben wir uns bei der Curry Kitchen was gehört. Ich habe Chicken Madras und du? Ich habe Makan. Ja, das hat mit der Jahreskarte irgendwas weniger als 10 Euro gekostet, keine Ahnung. Aber war letztes Mal schon ganz gut und deswegen gibt es das nochmal. Jetzt stehen wir vor der ersten Maze, Subterra, und wir berichten euch danach. So, Flug der Dämonen doppelt so lang wie angeschlagen, ihr habt es gerade gehört, und damit haben wir unser Subterra-Ticket verpasst. Super. Wir dürfen da gleich laut der Buchung noch nochmal kurz vorbeischauen, aber es ist nicht so ganz raus, ob wir nochmal rein dürfen. Das wird dann eine spontane Geschichte, wenn wir Glück haben. Ja, wenn wir Pech haben, sind die 10 Euro verschenkt, denn wir mussten jetzt sofort weiter zum Hotel. Das hätte alles zeitlich noch gepasst, aber dadurch, dass das jetzt so lange gedauert hat, eben nicht mehr. Wir melden uns, ob wir nochmal rein durften gleich in Subterra. Wir kommen jetzt aus dem Hotel wieder raus. Das Theming da drin war wirklich gut, aber mich hat das nicht überzeugt. Also das heißt das Theming, nicht das Theming, das schon, aber die Maze nicht. Ich habe mich da nicht ein einziges Mal drin erschrocken, wirklich. Das war so ein, ja, ich weiß nicht. Es war nichts Halbes, nichts Ganzes für mich. Ich fand es okay, aber ich würde da jetzt nicht zwingend nochmal wieder reingehen. Aber du fandest es besser, oder? Deine erste Maze? Also meine erste Maze, ich fand es wirklich gut. Ich fand es wirklich gut, unterhaltsam. Wirklich erschrocken hat man sich da jetzt wirklich nicht, ne? Aber es war unterhaltsam. Ja gut, bei mir liegt es vielleicht auch ein bisschen an der nervigen Grundstimmung von Subterra, weil, wie gesagt, wir waren gerade nochmal hingegangen. Es hieß, wir könnten um 21.30 Uhr nochmal wiederkommen und es nochmal versuchen, weil dann ein paar Gäste weniger da sind und vielleicht was frei wird, aber es kann genauso gut sein, dass wir dann auch nicht reinkommen. Zum Fruchtzucker aufstärken wieder gibt es heute ganz klassisch einen weißen Apfel von Lühmanns. Hatte ich auch noch nicht, aber habe ich gerade mal Bock drauf. Kostet 4 Euro das ganze Ding.
Sweet. Sweet. Entdecker und Träumer. Und jetzt zur Halloween-Zeit muss man hier in der Bucht der Piraten im Heidepark immer ganz schön auf der Hut sein. Ja, es ist endlich dunkel geworden im Park und die Atmosphäre, die ist richtig geil. Wir haben vielleicht schon ein paar Aufnahmen drin. Es sieht so unfassbar cool aus und wir sind jetzt schon in der Ecke von Obscuria. Da geht es nämlich gleich rein. Wir freuen uns da echt schon drauf. Und dieses Mal auch rechtzeitig. Also diesmal sind wir los, wo wir mitgefahren haben, ist die anderthalb Stunden abgegammelt hier. Sicher ist sicher. Und dann geht's da jetzt hin. Wir kommen gerade von Obscuria wieder. Ich war ein bisschen enttäuscht von Obscuria, weil ich mir zu viel erhofft habe. Während Tom... Ja, ich fand's mega cool. Es ist riesengroß, aber die Fläche ist krass, auch die Durchlaufzeit, wir waren jetzt glaube ich 20 Minuten drin. Man wird immer wieder in Shows eingebunden, manchmal auch von den Charakteren aufgehalten. Die Schockeffekte sind wirklich gut und wir hatten Special Obscuria, denn zu Gast war Nathalie Matthias von, gleich hältst du es mir im Gesicht, zu Gast war Nathalie Matthias von Meine Achterbahnwelt und ihr habt euren Job echt verdammt gut gemacht. Matthias hätte ich absolut nicht erkannt da drin, also krass, wie die dich da drin verwandelt haben und Nathalie hat auch ihre Rolle richtig cool gespielt. Hat Spaß gemacht. Ich finde, das hat sich absolut gelohnt. So, und wir schauen jetzt weiter. Wir gehen nämlich jetzt zur Piratenshow und danach geht es auch auf dem direkten Weg zu Kolossos. Genau. Ahoi, Kameraden! Willkommen in der Bucht der Piraten! Nach zwei Jahren sind wir wieder da. Mein ehrenwerter Piratenname ist Captain Sir Harry Morgan! Wir haben das Rachenauge! Sag ich doch! Guardian!
seinen Kopf noch nie verhängt. Der Zauber brauchen wir nicht mehr, sind auch ohne ihn bereit. Lass sie kommen, mich vertreibt sie. Nein! Wenn sie kommt, dann lass uns fliehen. Lass sie nie die Hoffnung nehmen. Bereicherung für den Park. Das ist so geil gewesen. Die Feuereffekte, das Licht, das ist komplett anders als tagsüber. Also war wirklich gut, dass wir hingegangen sind und die geguckt haben. Und, fandst du's? Ja, also wirklich. Die Feuereffekte, die konnte man gut sehen. Die Effekte, die konnte man gut sehen. Okay, du willst es machen mit. Ja, es war sehr unterhaltsam, auch wirklich sehr, sehr cool. Auch der Applaus, der war sehr, sehr, sehr schön. Ja, wir stehen jetzt gerade vor Scream und wir fahren jetzt mal eine Runde. Ja, vielleicht auch nicht. Wir müssen gucken. Die Zeit wird knapp. Colossus macht eine halbe Stunde zu und die ersten Fahrgeschäfte schließen schon. Flug der Nemo ist jetzt schon zu. Es ist 7:45. Also es ist voll. Aber mal gucken, was wir so machen. Nächste Stärkung für heute. Eine Herzwaffel am Stiel mit Jahresgrade für 3,60 €. Sonst kostet die 4 Euro. Testen wir jetzt aus. Ja, so schnell haben wir wieder von Colossus umgedreht. Colossus ist auch schon zu. Uns verfolgt heute das Pech irgendwie, aber naja, wir verkraften das, das ist ärgerlich. Dann gehen wir jetzt weiter zu Limit. Auch noch nicht gefahren, wir eigentlich noch gar nichts hier. Und gucken mal, wie es da aussieht. Gerade eben war da nämlich nichts los. Wir hoffen mal, dass wir noch eine Runde mitfahren können. So, wir konnten tatsächlich noch eine Runde Limit fahren. Ja, auch vielleicht nicht die Achterbahn, die wir wollten, aber alter Falter, die ist warm gefahren, oder? Rappelt die Ohren, ja, aber macht Spaß. Sonst, wenn die nicht rappelt, wäre es auch doof. Und ohne Colossus tun sich eben echt neue Welten auf. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Fontaine-Show. Darum bin ich auch ein bisschen außer Atem. Wir hetzen da gerade so ein bisschen hin. Die ist nämlich in 2 Minuten, aber dann schaffen wir die noch.
Und dann versuchen wir noch ein letztes Mal unser Glück bei Subterra. Wir durften ja nochmal wiederkommen. Und hoffen, dass das vielleicht noch funktioniert. Das wäre echt cool. Und hätte den Tag noch so ein bisschen gerettet. Tatsächlich noch geschafft. So, der Fontaine schon, die ist ganz nett, oder? Ja, also die war richtig cool, ja. Auch gerade nur wenn, also auch wenn es eine viele Anlage ist, war es wirklich eine gute Show. Ja, ist so ein bisschen wie Aquanura auf Wish bestellt, aber für den Heidepark ist es ein tolles Angebot. Das ist schon ganz nett, sollte man sich mal anschauen. Ein neues Horrorkabinett. Ja, Leute, Scare Zone kann jeder Park. Das hier ist der wahre Scare. Das Peppa Pig lagert im Dunkeln mit pinkem Licht und sehr creepy Kindermusik. Da kriegst du Albträume von, aber nicht von den Maces. Ja. So, wir beenden das Video da, wo wir auch es heute Morgen begonnen haben. Ja, also es war ein Tag, der in Ordnung war. Es gab die eine oder andere Sache, die nicht so gut war, aber da wir jetzt zum Beispiel nicht Colossus fahren konnten, sind wir Limit gefahren. Wir konnten die Aquanura auf Wish bestellt Show gucken und wir konnten noch in Subterra. Ja doch, Subterra rein. Wir durften noch in Subterra rein. Also ein Riesendank an die Buko, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir da noch rein durften. Das ist nicht selbstverständlich. Die Maze war wirklich toll. Also es war, die Thematisierung ist krass da drin. Nur leider auch im Hotel, was auffällig war, es ist sowas von saumäßig viel Nebel drin, dass man gar nicht sieht, wo man hinrennt. Also man hat gar nicht viel die Möglichkeit, drumherum zu gucken. Aber es ist wirklich klasse. Gerade die Interaktion mit den Scare-Actern da drin, die ist krass. Wie die mit den Wortfindungsstörungen, wie die mit den Leuten umgehen, die da durchgehen, mit den Gästen. Es ist wirklich cool gemacht. Und auch die Piratenshow abends hat mir richtig gut gefallen. Mit der Beleuchtung, die Feuereffekte. Es war am Ende doch noch ein cooler Tag. Auch wenn es nicht ganz so gelaufen ist, wie wir wollten, hatten wir doch richtig viel Spaß. Und ja, ich wollte gerade sagen, für dich ist die Saison schon zu Ende. Aber wir sind morgen auch noch unterwegs. Denn wo geht's morgen für uns hin? Für uns geht's in Serengeti Park. Auch genau. Mit dem Halloween-Event. Wann wir da hinfahren, das diskutieren wir nochmal aus. Aber ja. Auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich voll, aber dazu erzählen wir euch dann in einem anderen Video was. Wir hoffen, euch hat das Video hier auf jeden Fall gefallen. Und dann sehen wir uns morgen in Afrika wieder. Tschüss!